persönliche Empfehlung von Frank Stronach werden Wockers Werke in einer Soloausstellung in dessen neu eröffneten Galerie Sirona Fine Art in Florida präsentiert. Die Sirona Fine Art Galerie unter der Leitung von Timothy Smith hat sich zur Aufgabe gemacht, Künstler zu vertreten, die ihre Ideen und ihre Persönlichkeit in einer meisterhaften Kunstfertigkeit zu vereinen wissen. Klassische Strukturen und Techniken in einer zeitgerechten Interpretation. Frank Stronach nutzte die Gelegenheit, seine Laudatio seines Lieblingskünstlers selbst zu geben. Die großen Acrylarbeiten beeindruckten die Besucher, unter ihnen die Promotionvertreter der Art Basel Miami, Bob Goodman und seine Frau Diane. Musiklegende KC and the Sunshine Band, der Fotograf Divine Wise, Gerald Hartinger, Harz Fine Art Österreich, Reinhold Kiss und Raimund Karl, McCartney Group und Honorarkonsul von Österreich, Werner Stemmer. Die von Focker entwickelte Kunstform entstand aus dem Zusammenspiel von Öl-, Aquarell- und Acrylmalerei. Durch das Praktizieren verschiedener Techniken war Focker gezwungen, das Tempo beim Arbeiten deutlich zu erhöhen, da die Farben schneller trockneten. Das schnelle Arbeiten brachte so viel Schwung in seine Arbeiten, sodass er von dieser Methode nicht mehr ablassen konnte. Die Summe seiner Techniken und Fertigkeiten, gepaart mit spontaner Emotion und Dynamik, ergibt spontane, emotionale, dynamische, farbige und doch realistische Werke. Im Spontanrealismus wird versucht, die Wirklichkeit aus einer momentanen Gefühlslage heraus neu zu erfinden. Danach entsteht jedes Bild in nur kurzer Zeit. Die Focker Top Art Galerie befindet sich auf 1800 Höhenmetern, nahezu am Gipfel des 2075 Meter hohen Schneebergs, sowie an der Endstation der österreichischen Schneebergbahn und ist somit die höchste Kunstgalerie Österreichs. Fockers Werke zeigen das Alltägliche, das scheinbar Verborgene und doch Allgegenwärtige aus verschiedensten Momenten der Gegenwart. Die Ausstellung ist bis 24. April 2014 täglich von 9 bis 21 Uhr geöffnet. Wenn Sie zufällig in der Zeit in Miami sind, schauen Sie doch vorbei.